Guten Morgen, wie schön, dass ihr da gekommen seid. Und ja, ich möchte gerne, danke schön, dass ich eingeladen worden, um hier einen Vortrag zu geben über was wir jetzt in Bremen machen mit Mikroplastik. Und diesen Sommer waren wir im Juni, Juli auf einer Forschungsreise, um Mikroplastik zu erforschen. Und ich möchte gerne ein bisschen darüber berichten für euch, ein bisschen Hintergrund geben. Barbara hat letzte Woche schon ein bisschen Hintergrund gegeben über das Problem von Plastik im Ozean. So, da werde ich nicht so viel drauf eingehen. Erstmal für mich als Person. Ich, wie ihr wahrscheinlich schon nach dem ersten Satz gehört habe, ich komme aus den Niederlanden ursprünglich und bin zwar schon 25 Jahre in Deutschland und sollte eigentlich ohne Akzent sprechen, aber es geht nicht raus. Es ist einfach, bleibt einfach. Meine Kinder korrigieren mich immer. Und ich bin seit 25 Jahren an der Universität Bremen und seit vier Jahre jetzt mittlerweile bin ich auch ein Professor da. Ich bin promoviert in den Niederlanden an der Universität Utrecht, aber bin habilitiert an der Universität Bremen. Und seitdem arbeite ich in das Fachbereich Geowissenschaften und am Marum. Mache sehr viel marine Forschung. Meine Forschung lag nicht in Mikroplastik, meine Forschung lag in organische Partikeln, in Algen, in Klimaforschung, Produktion von Mikroalgen und wie die fossilisieren. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass meine Erfahrungen auf dem Schiff und Erfahrungen in diesen Forschungen sehr gut passen mit den Mikroplastik-Leuten. Und das sind meistens Leute, die aus der Biologie kommen und keine Informationen über die Geologie haben. Und deshalb haben wir jetzt ein Konsortium gebildet und das hat sich sehr gut herausgestellt. Aber es wird weiter in dem Vortrag auch nochmal deutlich, warum das so ist. So, wo bleibt unsere Plastik? Und ja, wir wissen alle, wir haben da ein Problem. Und jetzt mit Corona noch mehr. Überall sind jetzt Plastikscheibe, Leute haben Plastikkappe. Plastik kann man nicht mehr wegdenken. Plastik kann man auch, es ist illusorisch zu denken, dass wir Plastik aus unserer Umwelt wegkriegen können. Die Frage ist nur, wo bleibt es? Und was hinterlassen wir für zukünftige Generationen? Und hier ein schönes Bild vom Strand. Übrigens habe ich einige von diesen Stockbildern aus dem Internet geklaut. Immer wenn ich das gemacht habe, habe ich dann hier unter den Website zitiert, dass man weiß, wo habe ich das Bild geklaut, weil ich habe nicht alle Bilder in diesem Vortrag selbst gemacht. So, das ist ein Bild am Strand in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Plastik, die wir im Ozean finden, ich werde mich konzentrieren jetzt auf dem Ozean und auf Ozeansedimenten, das kommt vom Land. So, wir produzieren es und irgendwie. Es kommt auch ein kleines bisschen vom Schiffen und von Bohrplattformen, aber das kann man eigentlich, das ist so wenig, das im Vergleich von was wir auf dem Land produzieren. Und es kommt meistens in den Ozean mittels Flüssen. Und Plastik hat eine sehr niedrige Dichte, also deshalb treibt es. Und in der Zeit, Plastik durch mechanische Änderungen, like wie Wellen und Wind und Kontakt mit Sandkörner, wird es immer kleiner und kleiner und kleiner und wird dann irgendwie so klein, dass es kleiner als 5 Mikrometer ist und dann nennen wir es Mikroplastik. So ganz kleine, verkleinerte Plastikpartikel. Das kann auch, wenn wir einfach unsere Fließjacke in die Waschmaschine stellen, dann verkleinert sich da die Waschmaschine schon. So auch ganz viele Plastikpartikel kommen schon aus Mikroplastik in den Flüssen, in den Abwasser. Wir produzieren auch selbst Mikroplastik, so klein, ganz kleine Körnchen, um dann da, zum Beispiel um Schaumplastik zu machen oder so. So, wir produzieren auch schon ganz kleine Plastikpartikel. Und wenn man hier auf den, jetzt mal sehen, ob da der, ja, wenn man hier diese kleinen Dinge sieht, das ist ein Foto gemacht vom Schiff auf dem Wasser, wo wir gerade diesen Draht ist, da hängt ein Forschungsgerät dran. Aber all diese kleinen Partikel, das sind alles ganz kleine treibende Mikroplastikpartikel. Und das war in der Barentssee. So überall eigentlich in der Welt finden wir eigentlich jetzt Plastik treibend. Aber jetzt fokussieren wir mal, wie ist es zum Beispiel in Europa, bei uns? Wir haben hier Niederlande, Deutschland und da haben wir bestimmte Flüsse, wie der Rhein, die Jade, Elbe, Oder. Und durch die Ozeanströmung, das Wasser, was hier rauskommt, strömt
aus dem Ostsee raus, über dem Skagerrak und wird hier entlang der norwegischen Küste ganz nach oben transportiert. Das sieht man hier auch an den Farben. Das sind Temperaturfarben. So, das ist sehr kalt und wie blauer es ist wie, und grüner, wie heller, wie wärmer es ist. Und man sieht schon, dass hier so ein warmes Strömung so ganz nach Norden geht, das ist eigentlich der Flussstrom, die alles mittransportiert. So alles, was wir hier reinschmeißen, das kriegen die Norweger vor der Küste und sogar hier oben in der Barentssee kommt das irgendwann an. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass hier noch sehr viele große Teile sind, aber auf dem Weg nach Norden wird es immer kleiner. Und dann, was passiert dann mit diesen Partikeln? Bleibt es im Wasser oder was passiert damit? Es bleibt nicht im Wasser, es wird irgendwann abgelagert. Und wenn ich mal so ein Bild, auch das habe ich wieder geklaut, weil wir haben an Bord keine Bilder gemacht noch. Und der Grund davor ist, dass wir in Clean Labs arbeiten. So, wir möchten nicht kontaminieren. Und wenn wir auf dem Schiff schon Mikroplastik untersuchen, da nehmen wir einfach nur Proben, verpacken das und es wird zu Hause bearbeitet. Weil auf dem Schiff, ein Schiff ist nie plastikfrei. Da ist überall in die Air Conditioning, auch hier im Raum im Air Conditioning ist Plastik drin. So, ich kann hier kein Plastik erforschen. Das muss ich in einem Clean Lab zu Hause machen. So, deshalb habe ich, und weil wir so kurz zurück sind, ist das noch nicht Erfolg, so habe ich wieder ein Foto geklaut. Aber so sieht es aus. Ganz viele kleine Plastikpartikel. Und die kleinen Plastikpartikel, die benehmen sich wie natürliche organische Materialien. Und die nennen wir POM oder partikuläres organisches Material. Und wie funktioniert das? Und das ist eigentlich meine Forschungsrichtung. Wenn ich POM, natürliches Material, natürliche Partikel Organic Matter in den Ozean angucke, wird es produziert durch Algen und die Algen sterben und die werden abgebaut teilweise oder werden gegessen und man sieht dann oft, dass die Aggregat formen. Und ich habe hier mal ein Bild von einem Kollegen von mir, Morten Iversen. Wie ist das? Das ist ein Paket von organischem Material. Da sieht man so kleine Partikelchen da drin, die sind alle zusammengeklebt. Und wenn die dann so zusammenkleben, werden die schwerer und sinken dann in den Ozean nach unten. Und genau das passiert auch mit Mikroplastik. Mikroplastik wird auch in diesen Aggregaten aufgenommen. Und wenn es dann tiefer kommt, kommen da ganz viele Konsumenten, die da wieder ranfressen und das organische Material daraus fressen. Das ist auch wieder Nahrung. Zum Beispiel auch von Bakterien, Archaeen. Und Teile von diesen Dingen werden wieder umgesetzt in Einzelmoleküle, werden abgebaut. So, man könnte sich vorstellen, wenn man einen Ozean anguckt, ist, man hat hier oben Partikelchen, und das können natürliche sein, wie Plankton oder Plastik. Und wenn es irgendwie absinkt, sinkt es zum Ozeanboden und kommt hier oben unten dran. Oh, aber wir gehen mal kurz zurück. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir nicht so viel Mikroplastik haben, wird natürlich auch nicht so viel Mikroplastik absinken. Wenn es da oben hier irgendwie ändert und es kommt viel Mikroplastik, wird dann auch irgendwann viel Mikroplastik abgesunken. Wenn ich jetzt hier unten das Sediment da raushole und ich würde das Sediment analysieren, so das ist so ein Sedimentkern und ich würde das in Scheibchen schneiden und analysieren, könnte ich sagen, aha, hier habe ich einen Bereich, wo ich nur wenige Partikelchen habe, wenig Plastik. Und hier habe ich einen Bereich, wo ich sehr viel Partikelchen habe, viel Plastik. Aber man kann auch schon sehen, dass hier unterschiedliche Partikelchen da sind. So, ich habe unterschiedliche Formen. So, ich kann hier auch sehen, welche Plastiktypen oder welche organische Partikelchen ich habe und welche nicht Plastiktypen. Na, hier habe ich es, hier kann man es gleich sehen, das ist ein Sternchen, das ist irgendwie etwas Rundes. Aber bei Plastik ist das nicht so einfach, weil wir können zwar Farbe entdecken, blau, rot, grün und so weiter, aber da weiß man noch nicht, was für ein Plastiktyp du hast. Hast du ein PET-Fläche oder hast du eine Plastiktüte? Was ist es gewesen? Wie wir das machen, das erkläre ich auch noch später. Aber erstmal, man kann all das Plastik, was irgendwie im Ozean kommt, wird irgendwann abgelagert im Ozean. Das geht so mit solchen Aggregaten, mit Sachen, die auch, wir nennen das Fecal Pellets, ist was Organismen essen. Wenn die das wieder rauspupsen, kommt es einfach als Pupsfalzes nach unten. Es kommt irgendwie am Boden an und wird da irgendwie abgelagert. Und das ist, was wir hinterlassen für die Generationen in der Zukunft. Und wir wollen natürlich gerne wissen, was hinterlassen wir genau für die Zukunft?
Gut, aber dann noch ein kleiner Salzweg. Und was passiert danach mit das Plastik in den Sedimenten? Und jetzt ein ganz kleines bisschen Chemie. Keine Angst, aber Plastik besteht aus Kohlenstoff und sind einfach Kohlenstoffketten. Und die sind alle für jede Plastikart unterschiedlich. Und ich habe hier drei Stück einfach wieder vom Internet geklaut. Ein Plastiktüte ist sehr einfach, ist eine Kette von Kohlenstoff mit Wasserstoff da dran. Und hier ist einfach, sind Seitenketten dran, das ist so Klebematerial. Hier sind Kohlenstoffringe da dran. Aber der Basisstoff von Plastik ist Kohlenstoff. Und der Basisstoff von natürlichen Partikeln, Organic Matter, da steht schon, ist auch Kohlenstoff. So, es benimmt sich ähnlich wie normale Partikel im Ozean. Und ich habe hier mal eine Abbildung von welche Komponenten in so ein normaler Alge sitzen. Das ist sehr komplex, braucht man gar nicht zu wissen, was es ist. Aber sehr viel von diese Dinge sehen genauso aus. So die Natur macht schon Plastik. So Teile, einige sind schon sehr ähnlich mit das Plastik, was wir formen. Und jetzt ist witzig, woran wir studieren schon ganz lange, wie hier organische CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen wird durch Plankton, wie das dann zersetzt wird, wie das als Partikel nach unten kommt und wie es dann fossilisiert in den Ozeanboden. Aber jetzt möchten wir natürlich auch wissen, wie das mit Plastik geht. Und was wir wissen, ist, dass sehr viele Bakterien und Archaeen in diesen Ozean schon organisches Material abbauen können. So dieses Plankton, die teilweise selbe Strukturen hat, Molekulärstrukturen, die Strukturen, die molekulären Moleküle zerbrechen und das benutzen als Nahrung. Und das wird gemacht durch Bakterien, Archaeen. Aber die meisten von diesen verbrauchen Sauerstoff. So in sauerstoffreiche Wasser hat man mehr Abbau, in sauerstoffarmes Wasser hat man weniger Abbau. Das sieht man auch oft, ne? Wenn wir zum Watt gehen, das merkt man auch, es stinkt öfter. Wenn da kein Sauerstoff da ist, dann stinkt das Wasser mehr. Da kommen andere Stoffe frei. Und sehr gut, sehr schönes durchlüftetes Wasser ist oft sehr schön blau, sehr schön klar. Da wird sehr viel organisches Material schon abgebaut. Aber das ist das Wichtige. Und die Frage ist jetzt, machen die das auch mit unserer Plastik? Können die auch unsere Plastikverbindungen verbrechen oder nicht? Na, wir wissen auch, dass was wir von diesen Forschungen wissen, ist, dass das meiste nicht passiert, dass ein großer Teil schon in der Wassersäule abgebaut wird, aber das allergrößte Teil findet in der Oberfläche vom Sediment statt. So, wenn es erstmal runtergerieselt ist, dann hat es lange Zeit, dann haben die Bakterien, Archaeen lange Zeit, um das zu fressen. Und das Witzige da auch, es sind Bakterien, die Sauerstoff brauchen, aber es gibt auch andere Bakterien, Archaeen, die können es ohne Sauerstoff. Die sind zwar etwas weniger effizient, um das zu machen, aber zerbrechen wieder andere Molekülstrukturen. Und wenn das Material im Sediment kommt, wahrscheinlich kennt ihr alle schon, dass ihr mal so im Nordsee auf dem Watt gelaufen ist, das sind so schöne Wattwürmer, die wühlen das Sediment so schön um. Und die bringen das Sediment an die Oberfläche, bringen es wieder tiefer an die Oberfläche, an den Sauerstoff, dann wieder tiefer, bringen es aber auch an Bakterien, Archaeen, die Sauerstoff benutzen und Sachen abbrechen. Und da kommen die Sauerstoff los, dann sind andere Bakterien, Archaeen, die können wieder andere Verbindungen aufbrechen, bringen es wieder nach oben und so geht der Kreis weiter. So deshalb wird im Sediment oft mehr abgebaut als in der Wassersäule. Oh, da ist noch ein kleiner Fehler drin, tut mir leid. So, aber auch ein Teil, wieso es auch in der Wassersäule noch nicht so ganz oft sehr gut abgebaut ist auch, wenn man so ein Aggregat sieht, hier sitzt das Aggregat in Kontakt mit sauerstoffreiches Wasser, aber innerhalb des Aggregats ist kein Sauerstoff da. So, hier an die Außenseite können die Bakterien und Archaeen fressen, aber der Innenseite bleibt oft sehr viel Material, organisches Material, sehr schön vorhanden und kommt dann so auf dem Ozeanboden, ohne dass es abgebaut ist. Aber dann, da es zerstreut ist, da zerfallen diese Aggregaten und dann können Bakterien und Archaeen wirklich loslegen. Aber ich muss vorstellen, das ist Wasser und hier ist Sediment. Und nur in das ganz oberste Teil vom Sediment, da dringt Sauerstoff rein, das kann da rein diffundieren. Aber hier etwas tiefer ist es schon ziemlich schnell aufgebraucht durch die Bakterien, Archaeen.
Ich habe hier mal einen echten Kern, eine Abbildung von einem echten Sedimentkern nebengesetzt. Dann sieht man auch, hier oben ist es rot. Da hat Sauerstoff, hat schon organisches Material, ist das schon abgebaut. So das Grüne von organisches Material ist schon weg. Dann bleiben die gelbe, rotliche Sedimente übrig. Hier wird es immer grauer, wird es immer schwarzer. Die schwarzen Punkte, das ist organisches Material. Das ist nicht so gut abgebaut. Was man auch wissen muss, was wir wissen aus der Natur, ist, dass verschiedene Moleküle unterschiedlich schnell abgebaut werden. Zum Beispiel ein Zucker, einfach normaler Zucker, wird sehr schnell abgebaut. Das ist die Menge von Jahren und das ist die Menge von, wenn man irgendwie mit 100% von irgendwie etwas anfängt, zum Beispiel ein Kilo anfängt und guckt über die Jahre, wie schnell sind Bakterien, Algen in der Lage, das abzubauen im Sediment, sieht man, dass die Zucker schon innerhalb eines Jahres haben die alle Zucker schon gefressen. Die brauchen etwas länger für Zellulose, so wie Papier ist Zellulose, brauchen etwas länger für Wachsen und Phenole, das sind Ringstrukturen, die brauchen sehr lange dafür. Und ihr seht, es sind nach 16 Jahren ist da noch ganz viel da, ist ganz viel noch nicht abgebaut. Und jetzt, was wir jetzt machen müssen, das ist der Trick, ist, wir möchten gerne wissen, haben wir Plastiks zu das gehören? Und Plastik, die zum das gehören. Die meisten Plastiks enthalten Phenolen. Wir wissen das schon. So, die meisten Plastiks sind sehr resistent. Aber können wir vielleicht auch Plastikformen, haben wir auch Plastikformen, die vielleicht sehr schnell abbauen? Und bisher hat das noch keiner erforscht. Wie komisch das auch klingt, aber keiner hat es noch erforscht in die Welt. Na, erst nochmal klein. Bisschen für Leute, die ein bisschen Chemie und Moleküle mögen. Zellulose sieht so aus, das sind so Ringstrukturen, die aus Zuckerstrukturen aufgebaut sind, aber aneinander gekettet sind. Und das ist Stärke, was man in Kartoffeln findet, das findet man in Holz. Und na, Zucker selbst wird sehr schnell abgebaut durch Bakterien oder Algen, die finden das echt total lecker. Das Stärke können die auch sehr gut abbauen. So, wenn wir Kartoffeln essen, essen wir eigentlich Zucker. So, wenn man Leute abnehmen möchte, Kartoffeln verschwinden lassen, ist schon eine Strategie. Papier können wir auch, wenn wir Papier essen, da werden wir nicht dick von. Bekommt es auch nicht so gut. Das ist nicht so gut abbaubar. Das machen die in der Natur auch. So, man hat gut abbaubare Strukturen und schlecht abbaubare Strukturen. Und jetzt ist die Frage, was ist von diesen Sachen gut abbaubar und nicht gut abbaubar? So, was wir jetzt möchten, ist, wir möchten gerne die Partikel herausfinden, die gut abbaubar sind. Weil wenn wir das finden, wenn wir wissen, welche Plastiktypen natürlich abbaubar sind, würde man sagen, wir müssten einfach vielleicht mehr von diesen produzieren, statt den anderen. Aber das ist natürlich total wahrscheinlich illusorisch. Vielleicht finden wir das auch nicht, wir wissen es noch nicht, aber das wäre natürlich fantastisch, wenn so etwas rauskäme. So, aber wie wissen wir überhaupt, mit welchen Plastikpartikelchen zu tun haben? Wir müssen natürlich erstmal wissen, was finden wir überhaupt darunter? Und dann noch ein kleines bisschen Theorie und dann wird es einfacher mit schönen Bildern. Wie machen wir das? Na, das machen wir mit einem Gerät, mit einem Mikroskop. Und hier ist ein Gerät davor geschaltet. Das ist ein Lichtquelle. Die Lichtquelle wird zum Mikroskop geschickt und dann ist hier ein Detektor. Und das heißt, die Technik heißt Mikrofourier Transform Infrared Spectroscopy. Spektroskopie von Spektroskopie. Aber Infrarot, das ist das Keyword. Na, wie geht so ein Ding genau? Jede Molekül, wenn man in ein Molekül einzoomt, hat man solche Verbindungen. Und wenn man so eine Verbindung hat, hier hat man zum Beispiel Kohlenstoff und Wasserstoff, da sitzen die nicht stabil, aber die bewegen sich ein bisschen. Und die können sich so bewegen oder können so bewegen oder ein bisschen hin und her bewegen. Aber was man hier auch sieht, ist, dass sie das mit einer bestimmten Frequenz machen. Und das Witzige ist, dass jede Kontaktstelle zwischen zum Beispiel Kohlenstoff und Wasserstoff oder Kohlenstoff und Sauerstoff an etwas andere Geschwindigkeit hat von diesen Bewegungen. So, und auch, wenn da zum Beispiel eine doppelte Verbindung ist, so Moleküle können sich mit Einzelverbindungen oder Doppelverbindungen aneinander setzen, diese geht etwas, ich habe es vertauscht, das geht etwas schneller, wenn da eine Verbindung ist, als wenn da zwei ist. Na, was wir jetzt machen, ist jetzt dasselbe Gerät, das ist, wo das schon blau leuchtete. Hier ist das Mikroskop mit der Probe
Und hier saß ich mit dem Detektor am Mikroskop. Was passiert hier? Hierin wird Licht gestreut, Infrarotlicht, mit einer bestimmten Wellenlänge. Und die Wellenlänge wird sehr schnell verändert, so von klein nach groß. So schnelle, das Licht wird einfach so von rot nach blau verändert. Wenn das jetzt auf so eine Molekülstruktur kommt, wenn es genau dieselbe Wellenlänge hat wie eine Verbindung, wird es absorbiert durch das Molekül. So all die Welle von das Licht, was nicht zufälligerweise in dieselbe Frequenz ist, geht durch. Und das wird dann detektiert durch den Detektor. Aber das, was das genau dasselbe Struktur als den schnelle Frequenz, als so ein bewegendes Molekül, Kombination, so zum Beispiel Sauerstoff, Kohlenstoff, das wird aufgefangen. So, das siehst du dann nicht in den Detektor. Und da kriegst du dann so ein Bild raus. So, hier sind die Wellenlänge, so von hier von 4000 nach 400. So, 400 ist langsam, 4000 sehr schnell. Und immer wenn es durchgelassen ist, ist es hoch. Und wenn es nicht durchgelassen wird, dann ist es niedrig. Und ich weiß zufälligerweise, dass das genau auf die, wir wissen genau, auf welche Wellenlänge verschiedene Molekülkombinationen, Bindungen da sind. So, ich weiß zum Beispiel, dass in diesen Alginaten, dass da CH2 drin ist, CO drin ist, CH3, CO2, man sieht solche Peaks und dann weiß ich genau, wie ist das Molekül aufgebaut. Und wir wissen genau, was ist BET, was ist PP, wir wissen genau die Molekülstrukturen, wie viel Kohlenstoff- und Wasserstoffverbindungen wir haben in die verschiedenen Plastikarten. Weil die haben wir ja selbst gebaut. So, da können wir vergleichen, ob so eine Struktur, ob so ein Spektrum übereinstimmt mit einem Plastikpartikel. Und das geht in Sekundenschnelle. So, ich kann in Sekundenschnelle sehen, ich setze das Licht auf den kleinen Plastikpartikel und ich sehe auf meinem Detektor, ah, da habe ich einen, ich habe da eine Bibliothek und das vergleicht er, ich habe jetzt ein Stückchen PET-Fläche. Egal von welcher Farbe. Und das ist nicht destruktiv, es ist einfach Licht, was drauf geht, so das Partikelchen bleibt, wir können danach auch Fotos machen, wir wissen dann genau, wie viel und welche Plastiktypen wir haben. Gut, was ist jetzt bekannt über den Sedimenten? Und wie gesagt, es sind meistens Biologen, die das untersucht haben, die schauen in die Wassersäule, die schauen auf Strände und da ist schon sehr viel bekannt, wie viel Verschmutzung da ist. Aber wirklich im Ozeansedimenten, das sind Geologen, die das machen. Und das sind Marinegeologen, die das machen. Und das sind nicht so viele Leute auf die Welt, die das machen können. So Bremen ist das schon unik, dass wir da sehr viel mit Forschungsschiffen rausgehen können und Ozeanboden erforschen. Und das ist wirklich, das ist eine Publikation aus 21. Und das ist wirklich, das sind alle Stellen, wo jetzt bekannt ist, wie an die Oberfläche von Sediment das Plastik ist und tiefer in die Vergangenheit. So, das sind alle Studien jetzt weltweit, die mal geguckt haben in so einem Kern einfach unter der Oberfläche, was da für ein Plastik drin ist. Das ist sehr wenig. So. Und wir wissen deshalb auch noch nicht genau, man musste jetzt vergleichen, genau von welchen Plastiktypen sind produziert worden in der Vergangenheit, wie ist das ähnlich mit jetzt. Und ist genau alles abgelagert, ist alles behalten oder nicht. So, und das haben wir, das ist eine der Aufgaben, die wir mit das Konsortium gemacht haben. So, jetzt gehen wir mal zu dem entspannten Teil von diesem Vortrag, zu der Schifffahrt. Unsere Aufgabe war es, wir wollten gerne wissen, was kommt genau in den Ozean mit den Flüssen, wo wird es hintransportiert, wo wird es abgelagert und was bleibt erhalten, was nicht. Und das macht das Konsortium FACTS und es ist ein großes Konsortium, ist ein internationales Konsortium, wo 7 Länder mit zusammenarbeiten, mit 16 Instituten und 50 Wissenschaftlern. Und eigentlich war ich kein Teil von dieses, das wird durch die EU gefördert, eigentlich war ich kein Teil dieses Konsortiums, aber sie hatten keine erfahrene marine Geologe. Und ich kenne zufälligerweise eine der führenden Personen dafür und die hat gesagt, Karin, kannst du bitte mitgehen, weil wir brauchen die Geräte von Marem. Weil in Marem ist es Spezialismus, weil ihr habt den Spezialismus durch den kleinen organischen Mikrofossilien. Eigentlich ist Plastik, sind auch Mikrofossilien, aber wir haben keine Erfahrung vom Sedimenten. Kannst du bitte mitgehen? Ja, das habe ich dann gemacht.
dachte, finde ich mal spannend, finde ich schön. Und ich finde es auch ein wichtiges Thema. So, ich möchte es auch ganz gerne in der Zukunft weitermachen. Und so, der Fahrtleiter ist Günter Gerz von AWI Bremerhaven. Und wir sind mit einem kleinen Forschungsschiff losgegangen, den Heike. Und wir haben angefangen hier in den Ausströmen von diesen Flüssen, wie es reinkommt in den Atlantik. Wir haben auch nochmal Proben genommen in der Atlantik selbst, um zu gucken, was ist die Referenzprobe. Und haben dann weiter den Strom von diesen Ausströmen von den Flüssen zerfolgt, bis in den Barentssee und in den Arktik, weit über den Polarzirkel. Wie haben wir das gemacht? Oh, er hat jetzt doch Sachen verschoben. Das gehört eigentlich da hinten, aber ihr könnt es noch lesen. erstmal natürlich möchte man wissen, was strömt aus. Und das Problem ist, ich habe schon ein bisschen gesagt, Problem mit einem Schiff ist, ein Schiff ist komplett, das nennen wir kontaminiert. Da sind ganz viel Farbe auf dem Schiff, da lösen sich kleine Farbpartikelchen. Da ist ganz viel Plastik auf dem Schiff. Das kommt natürlich rund um das Schiff ins Wasser. Und wir möchten gerne wissen, was fließt jetzt genau im Wasser. Aber man möchte nicht wissen, was das Schiff hinterlässt. Das Schiff hinterlässt natürlich auch ein kleines bisschen. Wir möchten gerne wissen, was aus den Flüssen kam. Und das wird gemacht mit dieses Ding. Das ist ein Katamaran. Und die ist so gebaut, dass er ein bisschen weiter vom Schiff, weit neben das Schiff hertübelt. So, das Schiff dampft jetzt in diese Richtung. Und diese wird geschleppt, aber ist so konstruiert, dass er nicht gegen den Schiffbord angeht, aber vom Schiff weg, sodass er neben das Schiff bleibt, so einfach frisches Wasser bekommt. So nicht Wasser, was schon rund um das Schiff ist. Und hier seht ihr etwas ranhängen und etwas draufstehen. Wenn man das im Detail anguckt, was er macht, hier oben ist eine Pumpe. Und hier ein Schlauch, der saugt hier Wasser auf und hier, das wird hier durchgeführt, hier ist ein Filter drin, das Wasser wird gleich gefiltert, um zu gucken. Und ihr seht, das ist alles Metall, da ist gar kein, das sind alles Metallröhren auch, da ist kein Plastik drauf, sodass man nicht selbst schon kontaminiert. Das wäre schon ein bisschen doof. Hier hinten hängt ein ganz langer Schlauch, das ist ein Netz mit einem Becher, das ist eigentlich eine Art Planktonnetz, aber das kann man auch benutzen. Der Netz ist von Nylon. So, das müssen wir immer tatsächlich abziehen, um zu gucken. Es werden auch Blanko-Proben genommen, zu schauen, was das Netz selbst für ein Plastik einfängt. Aber alle Partikel, die hier reinkommen, die größeren Partikel, die bleiben hier drin. Ganz kleines geht hier durch und das sammelt sich dann hier am Ende in den Becher. Und da kann man, wenn man eine bestimmte Strecke gefahren hat, gucken, wie viel in so 4 Kilometer Wasser, wie viel Plastik ist dann da drin. Und das ist ein Foto, das ich von Günner habe aus seinem Labor, wie das dann aussieht. Ihr seht, ja, ab und zu kommt da auch mal eine kleine Qualle da mit da drin. Das sind alles keine Plastikpartikel, die auf diese Weise aus dem Wasser rausfiltern. Die kann man mit den bloßen Augen ja kaum sehen. Aber jetzt hat er eine Lampe drauf gemacht, so sieht man die aufleuchten. So, obwohl es sehr schönes blaues Wasser sieht, ist es schon relativ viel Plastik da. Aber es ist natürlich auch konzentriert. Ne? So, das ist schon ein, das ist schon etwas, was in so 500, 600 Liter Wasser drin ist. So. Gut, dann wollen wir natürlich auch nicht wissen, da haben wir die Oberfläche. Wir wollen natürlich auch wissen, was schon absinkt und ob es vielleicht auch tiefer irgendwie lateral in den offenen Ozean verschiebt oder nicht. Und dafür haben wir, das nennen wir In-Situ-Pumpen, aber eigentlich sind Unterwasserstaubsauger. Und hier ist ein Motor, der saugt hier Wasser rein und hier in diesem kleinen Ding, da ist ein Filter drin. So, er saugt das Wasser rein, einfach wie ein Staubsauger, saugt es durch einen Filter und unter Wasser kann dann schon gefiltert werden. Und das Schöne ist, wenn man das tief hängt, weiß man auch, ich weiß genau die Partikelchen aus dem Wassermasse. So nicht irgendwie auf dem Weg nach oben oder nach unten, nein, wir lassen die nach unten bis 500, bis in diesem Fall bis 1000 Meter, aber wir können bis 6000 Meter in den Ozean nach unten gehen mit diesen Dinger. Und dann einfach rausfiltern, unter Wasser rausfiltern, was da drin ist. Das braucht schon ein paar Stündchen. Das ist wenn du aufs Schiff geht, immer sehr angenehm, weil das Ding hängt unten und sammelt für dich Proben und du brauchst einfach nur auf den Deckstuhl zu warten, bis er fertig ist. Aber deshalb wird es meistens nachts gemacht. So, die Personen, die das machen, sind meistens die Personen, die nachts arbeiten.
Und dann wollen wir natürlich auch den Ozeanboden haben. Und das haben wir beprobt mit einem Gerät, das heißt ein Multicorer. Ich fand das so schön, das war so ein schöner Abend und eine schöne Aufnahme, aber ich habe ihn noch besser. So. Diese wird auf dem Ozeanboden gesetzt. Da sind ein paar Gewichte drauf und da werden Röhre werden einfach in den Ozeanboden gesteckt. Die werden zugeklappt. Man sieht hier so Klappen, wo es zugeht. Wird alles nach oben geholt. Und in so ein Rohr haben wir ein Stück Sediment. Und hier sieht man ein bisschen heller. Ich habe noch eine Aufnahme, wo man es besser sieht, wo man den Übergang dann hat zwischen Sedimenten von dem Ozeanboden und das Wasser oben drauf. Man sieht ja auch so, von hier kann man gar nichts sehen. Und um nicht zu kontaminieren, normalerweise benutzen wir in Bremen, weil wir natürliche organische Partikel untersuchen, Plastikröhren. Aber das ist natürlich für, wenn man Plastik untersucht, natürlich nicht so eine gute Idee. Weil, wenn da Sandkörner entlang der Innenseite von dem Plastik gehen, können die natürlich das Plastik abschaben. So, deshalb haben wir in Bremen jetzt speziell für dieses Gerät neue, das war das allererste Mal in der Welt, dass es eingesetzt würde, Metallröhre gebaut. Das ging hervorragend. Aber wir haben die doch abgewechselt mit Plastikrohre, weil man möchte gerne auch sehen, wie viel Sediment, haben wir überhaupt Sediment gefangen oder nicht. Es kann auch sein, dass du mal auf einen harten Boden kommst, dass du gar nichts rauskriegst. Möchtest doch ein bisschen sehen, ob du etwas gesammelt hast oder nicht. So, wir haben die jetzt abgewechselt, die Metallrohre mit den Nicht-Metallrohre. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz... Gibt's Wasser? Ja, aber nicht offen. Naja, ich schaffe das schon. Und wir haben so schnell wie möglich an Bord, außerhalb versuchen, nicht in die Laboren, aber außerhalb an Deck beprobt. Und das natürlich auch mit nicht Plastik Spritzen und Metall Spitzen. Hier wird das Wasser, was oberhalb des Wassers ist, gleich abgezogen, um zu gucken, wie viele Plastikpartikel schweben kurz über den Ozeanboden. Und hier drin ist dann das Sediment. Und das sieht dann so aus. Man hat hier den Übergang und hier unten eine Schicht Sediment. Und man kann sich, wenn man das die Dinge am Anfang erinnert, ist das natürlich am ersten abgelagert und langsam in der Zeit ist da immer Sediment da oben drauf gekommen. Das Schöne ist, dass wir denken, dass wir ungefähr wissen, wir werden das natürlich datieren, genau datieren, aber was wir von dem Gebiet wissen, wissen wir, dass es hier unten auf diese Station abgelagert ist, ungefähr so 300 Jahre her. Und das ist jetzt. So, in hier ist 300 Jahre hier, hier haben wir 150 Jahre, hier haben wir so ungefähr 75 Jahre und das ist die letzte, die letzte 100 Jahre ist ungefähr das Teil. Das Witzige ist natürlich, wir wissen, weißt ihr, wie lange wir schon Plastik haben in die Welt? Seit wann haben wir Plastik? Ja, seit wann wird Plastik produziert? Nee, länger. Ja, schöne Leute, das ist eine erste. 1839, wenn ich richtig bin, ist die erste Plastik schon entdeckt worden. Entwickelt worden, aber noch nicht eingesetzt. Aber erst mal im Anfang der letzten Jahrhundert hat man angefangen mit Bakelit und Celluloid. Und ja, und jetzt ist die Frage, finden wir das dann hier wirklich zurück? Oh ja, das war noch echt kurz der Entspannung. Ich dachte, ich mache noch ein paar schöne Bilder von den Vater zwischendurch. So, das ist Mitternacht in der Barentssee. Ihr seht, Sonne geht nicht unter. Es war im Juni. Wir hatten fantastisches Wetter. Wir mussten noch in Tromsø reinlaufen, weil das Schiffchen ziemlich klein und wir hatten nicht genug Wasser für den Rückweg, Wasser und Benzin für den Rückweg. So, wir mussten da, so sind einmal an Land gegangen. Wir dürfen natürlich durch Corona nicht an Land. So, es war einfach, Schiff ist reingefahren, hat seine Sache reingenommen und wir mussten einfach, aber trotzdem einfach so da, ja, die Bergen. Aber ihr hattet hier gerade die Wärmewelle. Es war hier 40 Grad fast, glaube ich. Und wir hatten da so 2 Grad. So, man saß da mit dicker Jacke. Und ja, man sieht auch, dass der Schnee noch bis an den Wasser kommt. Oh ja, das war der kleine Film, den ich drehen will. Natürlich hatten wir auch ein paar schöne Sachen, die wir sagen. Da haben wir schon Glück.
So die Kerben, das war, dass man so das auffüllt, das ist es auch, weil du bist immer zu spät, den zu finden, weil wenn die rausblasen, dann setzt eine Kamera drauf und dann bleiben die 5 Minuten unter Wasser. Also ich stoppe das jetzt auch mal gleich, weil weiter ist nicht zu sehen. Und das ist einfach mal, um ein bisschen Eindruck zu geben, wie das auf dem Schiff ist, dass es nicht immer so schön ist. Wir müssen auch arbeiten mit diesem Wetter. Ja, da muss man schon aufpassen, dass da, dass du dann nicht, ab und zu kommt da auch mal eins rüber. Und, aber das Witzige ist, am Anfang, wenn ich das sehe, setze ich mich schon gleich so wieder hin. Weil am Anfang ist man das nicht gewöhnt und wir hatten auch wieder leider ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr krank waren. Ich glücklicherweise selbst habe nie Probleme, aber am Anfang merkt man es, aber irgendwann gar nicht mehr. Dann ist das Schiff ist einfach dann stabil und der Rest der Welt bewegt sich. Aber wir enden mal mit schönes Wetter. Wir hatten auch wirklich schönes Wetter. So, das ist wieder, als wir reingefahren sind und die Fjorden, da hatten wir echt das Traumwetter, was man, das war echt wirklich, da war nicht, das war kein Forschungscruise, aber das war dann Cruise. Und fantastische Sonnenuntergänge. Das, als dann die Sonne, als wir dann wieder südlich der Polarzirkel waren, die Sonne unterging, das war echt schön. So, aber noch ein kleines bisschen Wissenschaft und das war es dann auch. So, unsere Aufgabe jetzt mit den Proben, die wir mit nach Hause genommen haben. Was kommt mit den Flüssen in die Ozean? Das wird jetzt untersucht. Die Proben, die wir genommen haben in Oberflächewasser und Tiefenwasser in die verschiedenen Laboren. Und was wir jetzt machen in Bremen, was wir machen werden in unsere Clean-Laboren, ist, welches Mikroplastik wir überhaupt zurückfinden. Und dafür habe ich einmal hier über wieder so einen Sedimentkern genommen und hier dann wirklich, welche Plastiktypen seit wann bekannt sind und in die Umwelt geraten sein können. Und 1839, Polystyren ist entwickelt worden, aber natürlich ist sie auch sehr kleinschalig produziert. PVC ist schon 1872 entdeckt worden, aber war einfach eher im chemischen Labor als, ach, das ist witzig, dass wir das machen können. Aber ab 1900 kommt Zellulose, Viskose und Nylon kommen dann so langsam und Bakelit kommt. So ab 1900 geht es erstmal los. Und ab 1930, dann kriegt man die erste kommerzielle Produktion. So von PVC, dann kommt Polyethylen, dann kommt, und ab 1941, da kommen erst die PET-Flasche. So gerade in der Krieg. Aber nach dem Krieg, dann sehen wir erst die exponentielle. Und jetzt ist die Frage, was finden wir hier in diesen Sedimenten zurück? Und gerade so ab 1945, was finden wir da? Welche Plastiktypen finden wir zurück? Finden wir alle zurück, die dann auch produziert sind? So, wir müssen historisch sehr gut arbeiten, zu gucken, was ist überhaupt in Europa produziert? Und da gucken wir, welche Partikelchen finden wir? Und wenn wir da Diskrepanz sehen, welche, zum Beispiel sehr viel von den einen, kann man sagen, okay, die wird da wahrscheinlich sehr gut fossilisiert. Aber wenn wir sehr wenig von anderen Typen finden, kann es sein, oder gar nicht, kann man sagen, hey, vielleicht sind das Plastikarten, die sehr schlecht, die sehr, sehr gut abgebaut werden, der vielleicht auch die Natur abbauen kann. Und mit meiner Erfahrung, von was die Natur alles kann, bin ich eigentlich überzeugt, dass wir einige finden können. So, ich denke, dass die Natur einiges selbst schon wieder abbauen kann. Was, weiß ich aber noch nicht. Das ist noch nicht erforscht. So, das ist etwas, was wir wirklich in der Zukunft machen müssen. Kann auch sein, dass ich einfach da komplett falsch liege und dass ich, einige Kollegen haben schon gesagt, vielleicht bist du in ein paar Jahren total deprimiert. Kann sein, aber ich bin jetzt erst nochmal optimistisch. So geht's einfach weiter. Und wir werden anfangen zu analysieren jetzt im Herbst. Und hoffentlich können wir einiges von dieses ersetzen. So, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen Idee bekommen habt, was wir gemacht haben in den Norden, was wir jetzt in Bremen machen. Und ich stehe natürlich frei offen für Fragen.